In keine Sportgymnastik-Nationalmannschaft ist es so schwer hineinzukommen wie in die russische. Die sehen wir hier beim Training am Rande eines internationalen Wettkampfs. Maria Tetova hat es geschafft und sich seitdem einen beachtlichen Stamm von Fans gebaut, von Westeuropa über die russische Heimat bis nach China. Der Schwane nennt sie die junge Frau aus Penza im Wolga-Gebiet wegen ihrer Eleganz. Passenderweise hatte der bekennende Ballettfan auch schon zwei Schwanensee-Musiken in seinen Routinen interpretiert. Eine Perle nennt sie die anspruchsvolle Cheftrainerin der russischen Gymnastinnen Irina Wiener. Doch selbst dieses große Talent muss kämpfen, um seinen Platz in der erfolgsverwöhnten ersten Reihe der russischen Gymnastinnen zu halten. Denn es gibt im Team gleich mehrere Ausnahmetalente wie Jana Kudryavtseva und Margarita Mamun, hinter der Titova 2013 im Grand Prix-Finale Silber gewann. Nur wer in der absoluten Weltspitze der Gymnastinnen mithalten kann, hat einen Platz sicher und schon manches Talent war plötzlich aus dem internationalen Kader verschwunden. Aktuell sieht es danach aus, dass Maria sich als Weltranglistenfünfte hier behaupten kann. Ihre Fans, die Titova regelrecht vergöttern, werden dafür dankbar sein.